Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Play Miss Explosion Man. Ja, da lacht sie, die Sarah. Ich begrüße euch, ja, genau. Wir haben im letzten Part so ein paar kleinere Probleme mit elektrischen Bullen gehabt, die zwar nicht, auf denen wir nicht reiten konnten, aber fliegen und ja, hast du nicht gesehen, ganz, ganz komische Dinger. Und ja, damit würde ich sagen, eigentlich auch schon genug gesagt. Es ist eigentlich, fliegt das alleine los oder explodiert das? Das fliegt einfach alleine los. Okay, alles klar. Nein, ist gut jetzt. Ja, wir hatten, wie gesagt, hier so ein leichtes Problem. Das war ein ziemlich komisches, merkwürdiges Stück Level-Design. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wo das hinführen soll. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß mit Miss Explosion Man, aka Sarah, und damit geht es jetzt auch weiter. Und ja, mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Jetzt bleibt los, aber hey. Ach du Scheiße, okay, ja, jetzt verstehe ich wenigstens, was ich machen muss, aber. Puhu! Ja. Oder auch nicht. Das sollte man verstehen, das hatten wir schon mal. Ah, come on. Nein, ja. Ich kann hier ja nur dreimal explodieren. So. Also das hier ist... also das ist wirklich eine Stelle, leck mich doch hin. Boah. Ja, wie ich es vermutet hatte im letzten Part schon, es war tatsächlich kurz vorm Ende und wow. Also die Passage hat es echt nochmal in sich jetzt. Puh, okay. Eigentlich hätte ich mir eine Pause verdient nach, keine Ahnung, 2 Minuten. Naja, aber gesamt waren es doch knapp 20. Das ist schon eher die Richtung, in die es gehen sollte. Oder ging auch bislang, ne? Ja, ich weiß, ich habe die Schule nicht gesehen. Mal einen Schluck trinken. Ja, aber zumindest abgeschlossen. Immerhin. Ja, wie gesagt, ich dachte ja schon auch im letzten Part, dass ich nah dran sein müsste. Aber da ich natürlich nicht in die Zukunft gucken kann und sage, oder ich kann nicht sagen hier von wegen, ja, ich brauche jetzt hier nur 2 Minuten für, dann hänge ich das einfach dran. Ja, das kann ich einfach nicht. Aber natürlich geht es jetzt hier weiter mit dem 9. Level in der 2. Welt. Das wäre aber auch mal interessant. Das wäre auch mal toll, hier einen Cut zu machen, oder? Einfach mal so ein 2-Minuten-Part oder 3 Minuten. So. Wir gucken uns die 9. Welt des. Das 9. Level der 2. Welt an. Auf diese Trauminsel. Oder Albtrauminsel, je nachdem. Und ja, bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Und ich muss echt sagen, also mich wundert es immer wieder, dass es hier tatsächlich auch von Zeit zu Zeit wieder neue Elemente gibt. Also Spielelemente auch, wie jetzt hier diesen elektronischen Bullen. Finde ich super. Bin gespannt, ob da noch weiteres auf uns zukommen würde. Hey! Hat er mich zurückgeschlossen, der Sack? Ich glaub schon, ne? Wait, das fängt schon wieder gut an hier. Das fängt schon wieder richtig, richtig gut an. Ach so, da wird der Laser quasi. Ja, aber wohin muss ich dann? Da wird der Laser quasi abgehalten, kommt nicht durch. Was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber hey. Moment, das hatten wir schon. Gerade muss ich über den Laser drüber springen? Wahrscheinlich, ne? Ja,
Nein, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gewesen sein soll. Also war das auf keinen Fall gedacht. Wow! Okay, nein, so ist das echt nicht gedacht. Ich komme ja auch nicht. Moment, der kommt ja gar nicht rüber hier. Ach, das muss dann ja doch nach oben irgendwo weitergehen. Ja, jetzt blockt der mich schon wieder. Du Sackgesicht, du Kleines. Shut up. Ach so, Moment mal. Nee, ich dachte, ich musste noch. Weißt du, was ich meine? Was ich eigentlich wollte? Ach doch! Ah, nein! Oh mein Gott! Okay! Ja, das könnte wieder mal etwas... Was zum Teufel der Schwein? Ja, hier singe ich auch ein dreifaches Halleluja. Wenn ich den ersten Checkpoint erreicht habe. Sag mal, willst du mir jetzt dezent auf die Nüsse gehen oder wie sieht's aus? Okay, ja, natürlich. Nicht erstmal stehen bleiben dürfen und ein bisschen, mein Gott, das Ding ist Sack, ehrlich. Und mal ein bisschen gucken dürfen, wo es hier weitergeht. Nein. Braucht ja auch nicht. Warum auch? Nein! Was eine Scheiße! Stelle, muss ich halt echt mal so sagen. Was, warum? Ich hätte doch einen Cut machen sollen nach den 2 Minuten. Jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Du verdammtes Mistspiel, ey. Okay, das war genial. Das war richtig cool. Das auch. Ja, jetzt werde ich ein bisschen ungeduldig, ein bisschen hektisch, ein bisschen genervt. Na, wenn das alles so ist, wenn das überhaupt nicht mehr funktioniert. Ey, wieso? Das hat doch die ersten Male wunderbar funktioniert, dass ich in dieses Aufladungsfeld komme. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr rein? Das ist doch zum... Mäusemelken. Jetzt komme ich jetzt gar nicht mehr ran hier, oder was? So. Okay, jetzt komm. Hoch. Ey, das... Ja, super. Das ist natürlich die... Ja klar, die ist weg jetzt. Was für ein Scheiße, ey. Ich glaube, ich mach den nicht. Ich mach lieber mal einen Cut. Hm.
Ey, nein, 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 nein. Okay. Ich denke, ich sollte tatsächlich hier mal einen Cut machen. Was für eine Scheiße. Was für ein Scheiß-Level. Das ist doch nicht zum Aushalten hier. Boah. Ich spiel so eine Scheiße. Mann, ich komm wieder nicht. Super, kann ich schon wieder vergessen hier, weil das andere oben ist. Ach komm, ehrlich jetzt. Nee. Ich glaube, das wird ein kleiner Rage-Part hier. Der dann hoffentlich beim nächsten Mal. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht zum Glauben, ey. Das ist nicht zu glauben. Was war das jetzt? Das 9. oder das 8. Level? Das 9. glaube ich, ne? Ist ja wahrscheinlich einer der nervigsten Starts, die ich je gesehen habe hier im Spiel. Der Absprung ist so dermaßen wichtig hier. Ach Gott, ja, komm, diese verdammten Laserdinger, die brauchen auch keinen Schein hier. So, auf ein neues. Ja, nee. Nee, kein Ding. Leck mich im Arsch, Spiel. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich und offen gesagt, leck mich im Arsch. liebe Leute, tut mir leid. Das war ein Satz mit X und zwar mit dreifachem X. Das war wohl gar nichts. Ja, ich hoffe, dass das beim nächsten Mal besser funktioniert. Und in dem Fall bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt hier mal aus dem Spiel raus kann, denn ich bin sowieso am Anfang des Levels. Von daher, ja, ne? Tut mir leid, das hat überhaupt nicht funktioniert, das hat überhaupt nicht geklappt. Das ist auch richtig knackig, muss ich echt sagen. Also das ist schon richtig nervig hier gewesen. Ja, tut mir leid, außer Fail nichts gesehen in dem Part. Soll vorkommen, ist schon oft vorgekommen bei mir. Von daher, ja, kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal draußen wieder dabei, vielleicht wollt ihr euch das Fiasko nochmal antun. Je nachdem, wenn nicht, kann ich es euch auch nicht verübeln. Und in jedem Fall wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao. Sarah, die ist jetzt hier. Du hast Sendepause. Shut up.